Hallo, in diesem Videotutorial nur ein kleiner Tipp, wie Sie Ihre eigene Suchmaschine lokal nutzen können. Wir wurden in mehreren E-Mails danach gefragt, Zuschauer hatten das bei uns in unseren Videos gesehen, insoweit wollen wir das jetzt hier mal nur ganz kurz anzeigen. Das muss für Sie jetzt nicht wirklich einen Sinn machen, also Sie müssen das nicht nachstellen. Man muss schon relativ viel Zeit im Internet verbringen, also ein Webworker sein, damit sich solch eine Lösung lohnt. Ausgangsszenario ist, dass wir hier halt sehr oft unsere Standard-Suchmaschine befragen und auch wenn wir eine gute Internetverbindung haben, der Klick auf den Home-Button, das dauert immer noch 0,5 bis 1 Sekunde, bis die Seite angezeigt wird. Und wenn wir das Ganze halt lokal abspeichern, dann ist es wirklich sofort da. Wie gesagt, für Sie muss das Ganze jetzt nicht unbedingt einen Sinn ergeben. Man muss eventuell mental recht flexibel sein, um nicht zu sagen, völlig durchgeknallt, um das jetzt hier zu machen. Aber hey, andere Leute bauen sich an ihren Wagen einen Spoiler oder legen den BMW tiefer. Unsere Festplatten haben wir schon tiefer gelegt. Insoweit kitzeln wir jetzt hier nochmal eine Sekunde raus. Wir rufen jetzt mal unsere Standard-Suchmaschine auf. So, jetzt haben wir ungefähr gesehen, dauert gut eine Sekunde. Ich starte erstmal den Explorer und ansonsten auf dieser Webseite, jetzt in diesem Fall eben Standard-Suchmaschine Google, rechte Maustaste, Seite speichern unter, gehe ich in mein Download-Verzeichnis. Hier habe ich mir jetzt mal ein Verzeichnis namens MySearch schon erstellt und hier wird jetzt einfach google.htm gespeichert. Können wir das Ganze jetzt hier aufrufen. MySearch, so google.htm und hier sind noch einige Dateien drin. Wenn ich da mal ganz kurz reinschaue, ja, das Hintergrundbild. Das macht natürlich grundsätzlich Sinn, das an einem Tag zu machen, an dem wir das normale Bild haben, damit auch das normale Bild angezeigt wird. So, hätten wir das schon mal erledigt. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, die Google-HTM-Seite, die öffnen wir am besten mit einem Editor. Ich mache das jetzt hier mal mit Notepad++. Haben wir schon in einem anderen Video vorgestellt. Man muss sich ein bisschen mit HTML auskennen, wobei Sie nicht wirklich was falsch machen können. Wenn Sie die Seite jetzt so zersägen, dass sie nun vorne und hinten nicht mehr funktioniert, es hindert Sie keiner daran, das Ganze 100 Mal durchzuführen, bis Sie am Ende Ihren Erfolg bekommen haben. So, ich werde jetzt nochmal direkt ein neues Tab öffnen, nochmal in meine MySearch und jetzt werde ich das Ganze lokal reinschmeißen und sehe jetzt hier eben genau das Gleiche, nur dass ich hier vorne an der URL halt sehe, dass das jetzt auf meiner Festplatte liegt, eben im Unterverzeichnis MySearch. So, und wenn ich eben jetzt hier den Quellcode, den ich jetzt gerade hier im Notepad++ sehe, wenn ich den jetzt verändert habe, dann kann ich als hier mit einem Reload sehen, wie sich das Ganze auswirkt. So, zu Beginn funktioniert das Ganze natürlich noch nicht. Wenn ich jetzt hier das Semper einfach mal eingebe, dann bekomme ich A, nicht die Vorschläge angezeigt und wenn ich hier auf den Google-Suchen-Button klicke, dann passiert da auch nichts. Also die Sachen, die sind so in Anführungsstrichen programmiert, dass sie halt nicht lokal funktionieren. Aber das sind auch die einzigen zwei Sachen, die wir ändern müssen. Wenn Sie sich jetzt eventuell mit HTML nicht so gut auskennen, dann ist das nicht wirklich tragisch. Wir hangeln uns jetzt hier von Punkt zu Punkt, den wir erkennen können, einfach nach vorne. Zum Beispiel habe ich jetzt hier mal Sucheinstellungen stehen im HTML-Text. Und auch wenn ich jetzt noch nicht so genau weiß, weil ich keine Ahnung habe von HTML, was das bedeutet, so sehe ich trotzdem, dass ich hier oben diese Sucheinstellungen auch habe. Das heißt, ich bin jetzt, wenn ich jetzt hier diese Position verändern würde, ich könnte zum Beispiel das Wort ändern, machen wir das einfach mal, um den unerfahrenen Usern das Ganze nur zu zeigen. Ich ändere das jetzt einfach mal ab in Semper-Video, speichere das, Reload. So, und jetzt habe ich hier eben oben Semper-Video stehen. Macht natürlich keinen Sinn, soll aber halt nur zeigen, dass wir das Ganze hier problemlos ändern können. So, und nach diesem Prinzip kämpfen wir uns jetzt vor, bis wir halt das gefunden haben, was wir brauchen. So, hier haben wir mal was mit Google Suche stehen. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir jetzt erweiterte Suche. Und dieses erweiterte Suche haben wir ja hier oben auch. Und darunter die Sprachoptionen, die haben wir hier ebenfalls. Unseren Button, den wir suchen, der ist eigentlich Teil eines Formulars. Also diese Webseite, das ist eigentlich ein Formular mit unserer Texteingabezeile und dann eben den entsprechenden Button. Deswegen müssen wir nach diesem Formularbeginn suchen. Das ist normalerweise Form Action. So, dann haben wir nämlich das hier ganz normal stehen. Hier haben wir Form stehen. Das ist leider ein bisschen umgebrochen. Und danach haben wir hier Action. Und das Ganze ist in Slash Search. Da setzen wir einfach jetzt ein http://www.google.de davor. Dann haben wir nämlich daraus eine komplette URL gemacht.
Auf der Webseite von Google hätte das natürlich funktioniert, denn da sind wir ja oder da wären wir ja schon auf google.de gewesen. Und das Ganze dann eben weiterzuleiten ins Unterverzeichnis slash Search hätte dort funktioniert. Auf unserer Platte funktioniert es nicht mehr. Deswegen müssen wir diese URL hier jetzt komplettieren. Das heißt, wenn ich das jetzt hier speichere, das neu lade, so, dann müsste das jetzt eigentlich schon funktionieren. Sample Video. Und jetzt funktioniert es auch. Jetzt sind wir natürlich nicht mehr lokal. Jetzt sind wir ganz normal weitergeleitet worden, so wie wir es allerdings genauso geworden wären, wenn wir das Ganze eben direkt auf Google gemacht hätten. Und jetzt sehen wir hier google.de und dahinter slash search. Gehen wir also nochmal einen Schritt zurück. Sind wir also wieder ganz normal auf unserer Festplatte unterwegs. Die halbe Miete haben wir hiermit schon geschafft. Es sei denn natürlich, Sie sagen jetzt, dass Sie zum Beispiel diese Vorschlagsfunktion von Google gar nicht mehr wünschen, dann wären Sie jetzt theoretisch schon fertig. Suchen können Sie jetzt schon und Sie sind super schnell, wenn Sie auf diese Seite halt zugreifen wollen, weil sie auf Ihrer eigenen Festplatte liegt. Diejenigen, die diese Vorschlagsfunktion noch wünschen, die müssen natürlich nochmal in den Source Code abtauchen. Diese Vorschläge, die werden über JavaScript realisiert. Insoweit müssen wir jetzt mal ein bisschen nach unten scrollen, bis wir zu diesem Punkt Skript kommen und uns hier eben weiter vorkämpfen. Schauen wir mal, ob wir das da auf die Schnelle finden. Scrollen wir mal was weiter nach vorne. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel den Punkt Create Element Script. Source ist auch wieder auf dem Webserver von Google betrachtet lokal. Also hier haben wir nur ein Slash und dann externes JavaScript. Dann ist das Ganze hier ellenlang. Danach können Sie quasi suchen nach so einer ellenlangen URL, die allerdings dann irgendwann mal endet mit Slash, dann wieder irgendeine kryptische Zahl. Das ist jetzt leider ein bisschen ungünstig dargestellt, ist aber nicht so ganz wichtig. Wichtig ist, dass ich mir jetzt nur dieses P3C51 merke und da hinten eben Punkt JS. Und danach könnten Sie theoretisch, wenn Sie Ihre eigene Seite danach durchsuchen, einfach danach suchen nach Punkt JS. Denn wenn ich jetzt nochmal auf meine Festplatte schaue, so, das sind die Google-Dateien, da klicke ich drauf und hier habe ich ebenfalls die gleiche Datei drin liegen. Das heißt, die Vorschlagsfunktion, die ist streng genommen mit runtergeladen worden. Da kann ich mich jetzt entscheiden, entweder ich nutze diese lokale Vorschlagsfunktion oder halt ich ändere den Quellcode so, dass auch wenn die Webseite bei mir lokal liegt, die Vorschlagsfunktion, die wird quasi online nachgeladen. Große Nachteile habe ich jetzt bei beiden noch nicht feststellen können. Insoweit, sage ich jetzt mal so, haben Sie die Wahl und Sie können sich halt entscheiden, was Sie machen möchten. Demonstrieren wir mal ganz kurz beides. Ich bin hier immer noch auf meiner URL-Zeile. Ich fahre an den Anfang. So, wenn wir jetzt hier einfach http://www.google.de draus machen, speichern wieder. So, dann haben wir hier auch nur die URL komplettiert, genauso wie zuvor auch. Das Ganze jetzt nochmal neu laden. Wieder, auch ich bin auf meiner Festplatte. Und wenn ich jetzt nach Semper-Video suche, sollte ich ein paar Vorschläge bekommen. Ja, funktioniert auch wunderbar. Und das Ganze funktioniert natürlich auch. Gehen wir dann nochmal in den Quellcode. Wenn ich das jetzt hier einfach komplett wegnehmen würde, ich markiere jetzt mal das Ganze, bis zu dem Slash logischerweise. Jetzt habe ich nur noch den Dateinamen hier in dieser Funktion stehen. Jetzt habe ich leider auf den völlig falschen Punkt geklickt. So, wieder zurückgemacht das Ganze. Nochmal markieren. So, jetzt zweiter Versuch. Jetzt habe ich nur noch den Dateinamen in der Quelle drin stehen. Ich speichere das nochmal ab. Jetzt muss ich natürlich hierhin das Ganze hier mal nehmen, kopieren, hier einfügen. Also, weil ich ja eben komplett alles gelöscht habe, jetzt wird er im selben Verzeichnis suchen, wie auch die Google HTML-Datei liegt. Also neu starten oder Reload. So, nach Semper-Video haben wir schon gesucht, dann suchen wir mal nach YouTube. So, funktioniert auch. Obwohl das Ganze halt jetzt lokal geladen ist.
Da das Ganze halt lokal ist, so genau haben wir uns die JavaScript-Funktion natürlich nicht angeschaut. Es wäre möglich, dass diese, auch wenn sie lokal ausgeführt wird, trotzdem noch online nach Vorschlägen sucht. Es kann aber auch sein, dass da niemals neue Vorschläge dazukommen, abgesehen von denen, die halt jetzt quasi schon übermittelt wurden. Das kann jetzt sein. Wenn es jetzt mal eine Konkurrenz von YouTube gibt, deren Namen ich jetzt einfach mal nicht nenne, dann kann es sein, dass nur weil das jetzt hier so nicht drin ist, auch niemals vorgeschlagen wird. Das wäre theoretisch möglich. Den Unterschied werden Sie aber nie merken. Oder halt Sie sagen sich, okay, ich lasse es von vornherein sein und ändere die URL dahingehend ab, dass ich noch dieses http://www.google.de davor setze. Dann kriege ich diese Vorschlagsfunktion auf jeden Fall vorher vom Internet erst geliefert. Theoretisch können Sie sich natürlich dann noch weiter austoben, zum Beispiel nicht nur, dass Sie hier Ihre eigene Grafik einbinden, auch dass die Zeile hier oben ausgeblendet wird, wenn Sie das Ganze nicht brauchen, hier unten die Zeilen sowieso, das hier entsprechend abändern und eventuell andere Hotlinks einfügen. So haben wir das nämlich dann gemacht, so ist das auch in den Videos gesehen worden. Ich schaue mal gerade, wo ich das jetzt habe. Das war eigene Dateien, also hier haben wir das Ganze jetzt hier. So, dann sieht das nämlich so aus, dass wir hier die Webseiten, die wir dann eben am häufigsten aufsuchen, dass die dann halt eben trotzdem nochmal hier direkt per Link erreichbar sind. Das könnten Sie natürlich dann mit anderen Websites machen, die für Sie wesentlich interessanter sind. Die Vorschlagsfunktion, die haben wir auf dieser Seite gar nicht erst realisiert. Hier kommen keine Vorschläge, brauchen wir eigentlich nicht, deswegen haben wir es einfach nicht mit eingebaut. Diesen Vorschlag für die unerfahrenen User, den werden wir zum Download anbieten, können Sie sich also, wenn Sie das wünschen, einfach runterladen. Ansonsten, das Ganze ist super einfach strukturiert. Die drei Grafiken, die kriegen Sie problemlos ersetzt. Davon gehe ich jetzt jedenfalls mal aus. Gegen irgendwas ersetzen, was Ihnen besser gefällt. Zum Beispiel halt der eigene Channel und nicht eben der, das ist nicht YouTube.com, sondern das ist auch noch der Unterchannel quasi direkt auf Semper-Video. Insoweit das am besten einfach abändern. Okay.